Hey, ho, let's go. Also, hier zocken wir gerade eine Runde. Creeper, Zombie, Zombie. Ist halt mir zu arm. Oh, ja, natürlich schafft ihr es nicht. Oh, ist schon. Ja, explodier du ruhig. Du Hund, du. Ja, yep. Oh, meine Axt ist weg. So, ich darf jetzt hier kurz neu aufbauen. Hey, cool, wohl. Lol. Okay. Hier kurz mit Dirt wieder aufbauen. So. War jetzt eher unnötig, aber naja. Passiert halt manchmal, dass ein Creeper explodiert. Das haben Creeper so an sich. Sollen wir ein bisschen Erde mal wieder verarbeiten? So, genug Erde verarbeitet. Oh, verdammt, ich laufe auch noch voll in den Pfeil, hä? Ich ziehe volle Aggro auf mich. Naja, egal. Da ist ein Loch im Boden irgendwie. Ja, mal entspannt überlegen, was ich jetzt mache. Nee, ey. Hier ist eine Failure. Oh, was, du blöde Hund, ey. Meine Fresse. Schießt er mich da original ab? So. Ja. Entspannte Ruhe. Du nervst mich langsam. Du Sau. Wie ist der jetzt gerade explodiert? Irgendwie verliere ich gerade ein bisschen zu viel. Dummer Sack. So. Okay, die Sonne geht wieder auf, das ist sehr schön. So, jetzt muss ich irgendwie eine Stelle finden, wo ich Erde abbauen kann. So, hier erstmal ein bisschen Erde abbauen, die wir dann oben wieder anbauen können. Erde. Keine Sand, Erde. So, da stopfe ich es. Wow, das ist so ganz schön hell. Loch. Unlogisches Loch. Ich weiß gar nicht, wieso der jetzt da unbedingt explodieren musste. So. So. Fertig. Schnapp, 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 schnapp. Schnapp, 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 schnapp. Da, 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 da. Okay, bauen wir hier mal weiter ab. Ja, wir bauen hier einfach mal die Erde ab. Dann kommen die ganzen Zombies, die da hochholen, eh nicht mehr so leicht hoch. Okay. Ah, oh, cool, neue Sachen sind gespawnt. Schwein. Ihr Loch halt übers Loch. So, jetzt erstmal wieder ordentlich Essen farmen. Woher kommst du denn jetzt? So.
Du Oma, ey. So. Okay. So. Alles klar. Und wenn wir wieder in den Backbar irgend so einen Ofen füllen. So. Essen wir eins. Tun wir das rein. Das raus. Das auch raus. Okay. Ist die Frage, was machen wir eigentlich von dem Eisen? Ich habe eine Idee. Ich mache jetzt gleich mal einen Eimer. Den String und die Feather kann ich da rein tun, den Bone auch. So. Vielleicht brauche ich die Stones ja noch irgendwann. Lass mal überlegen. 5 Sand tun wir einschmelzen. Mal hier. Wie ging das nochmal? So, genau. Okay, hier ist das Sand gerade am Einschmelzen. Perfekt eigentlich. Nehmen wir das mal hier raus und stecken das hier oben rein. Okay. Noch zwei Laternen. Tun wir auch mal da rein. Okay, 5 Gläser. Ein Lapislazuli, die können wir wieder reintun. So, und dann die Wohl können wir auch reintun. Den Rest brauchen wir eigentlich. Kohle ordnen. Oh ja, okay. Eine neue Schaufel oder das neue Paar. Schaufel, Schaufel. Okay. Das ist leer. Das ist sehr gut, wenn es leer ist. Dann werde ich jetzt mal die Sachen hier platzieren. Okay. Perfekt. Dann als nächstes. So, ein paar Buckets. Okay. 2 davon tun wir hier rein. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das, dass meine Pflanzen wachsen, aber trotzdem keine Viecher drauf spawnen. Triss wir schon die ganze Zeit. Irgendwas muss machbar sein. Deswegen hebe ich mir die Seeds hier noch auf. Irgendwie dürfen halt keine Viecher auf den Pflanzen spawnen. Ne? Aber ich weiß einfach nicht wie. So, jetzt mache ich erstmal eine kleine Ausrüstung. Bam. Bam. Und das lasse ich. So. Da rein. Rein, jetzt haben wir ordentlich fette Ausrüstung. Okay. Gehen wir nochmal zu den Kühen hier. Hallo Kühe. Okay, so. Perfekt, jetzt haben wir wieder ein bisschen Leder. Gehe ich mal noch ein bisschen hiervon holen. So.
Schaufel ist fertig. Und das haben wir wieder. Ich glaube, da können wir ruhig noch eine Ladung polen. Ah, da, da, da. Perfekt. Okay, dann den Dirt wieder platzieren. So ist das doch schön, ne? Der Dirt, der Dirt, der Dirt. Der Dirt. Okay. Nehmen wir einfach hier noch ein bisschen Dirt. Jawohl. Hier wollte ich eine kleine Mauer aufbauen. Und dann holen wir uns das Ganze. Ich baue mich jetzt hier einfach mal runter. So, wir brauchen eben ein bisschen Sand von daher. Spannend Sand abbauen, das ist doch schön in Minecraft. So, jetzt werden wir ein knappes Stack haben. Ein bisschen Erde, ein bisschen Sand, ein bisschen tiefer. Ein bisschen Gravel noch. Weg wieder freikämpfen. Okay. Ah, doppelte Schaufel. So. Und dann können wir jetzt das hier bedecken mit Dirt. Okay. Alles klar. Haben wir jetzt genug Dirt? Dann geben wir noch ein paar. Also man schert zwar Schafe zwar mit einer Schere, aber ich weiß jetzt nicht, wie man eine Schere baut. Deswegen hole ich mir die Wolle so. So, die Kühe sind eh two-hit. Ah, hier ist noch einiges zu. Zum Abbauen, ja. Es wird schon wieder dunkel, hey. Die Zeit vergeht in dem Spiel wie nichts. Na gut. Wieder ein bisschen Dirt abbauen. Also wie gesagt, wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, wie man Samen sicher anbauen kann, ohne dass sie kaputt gehen und Tieren zertrampelt werden, dann sagt es mir bitte in den Kommentaren. Aber die sollen schon wachsen, das ist ja genau das unlogische Problem. Das wäre echt nice, wenn mir das mal jemand erzählen könnte. Ah, eins brauche ich noch. So. Ah, perfekt, da ist es einer. So. Erde. Perfekt. Das sollte dann reichen. Sehr schön, sehr perfekt. Okay. Okay, ja.
So. Als nächstes werde ich dann diesen ganzen Sand mal in Sandblöcke verwandeln. Oder Sandstone. Besser gesagt. Diesen Sand lasse ich noch wohl. Ja, dann tue ich auch nochmal in Sandblöcke. Oder Sandstone. Und dann tue ich da mal mein Haus weiterbauen. So. Okay. Ich denke mal, das passt. Yep. Bam. So. Grandios. Hey, lol, genau hingekommen, ey. Spinne. Okay. So. Okay. Da, 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 da. Okay. Schon mal ganz nice. Mal sehen. Ah, wir können uns was das Ding bauen. Das ist doch auch sehr schön. Machen wir uns mal Schuhe. Lederschuhe. Zack. Okay. So, Gravel. Du gehst weg. Oh Gott, diese immer diese Ninja-Sprünge, die sind so unglaublich nervig. So, wow. Tja. Tja, Spinne. Da, schon ja, wollte mich anspringen, die Sau. Du Sau. Kann euch genau passieren, wenn ich. Was, ich kann euch genau sagen, was passiert, wenn ich jetzt hier irgendwas abbaue. Dann fallen hier massenhaft Creeper rein. Na gut. Ich angel mir jetzt hier sowas. Schade, geht nicht. Willst du dich boxen oder was, hä? Willst du dich boxen oder was? So. Hä? Wer willst dich boxen? Achso. Ah, nein, das ist Skelettkrieger. Bloß weg hier. Dumme Sau, ey. Ich geh aus meinem Heim. Wo ist jetzt die hin? Hab ich aufgesammelt, gut. Ja, ja. So, ein kleines Bettchen. Klatsch mir hier irgendwo mal hin. Wenn man das irgendwie... Wo tun wir da ein Bett hin? Das ist doch eigentlich keine schlechte Idee. Wo man da wohl schlafen kann drin. Probieren wir es doch einfach mal. Wieder halt dort reinmachen. So, und dann ein Bett. Genau, deswegen brauche ich auch noch die Wolle. Und jetzt können wir erstmal ein Bett machen. Aber ich brauche ja keine 4 Wolle. Stimmt. Oder 3. Egal. Das Ganze wieder zurück. Und jetzt bauen wir das Bett mal hier hin. Yeah! Eine Schlafhöhle. Das ist geil. Das ist ja richtig geil. Mr. Pharao braucht eine Schlafhöhle. Ganzen Leute hier springen rum, sind fröhlich, feiern sich an ab. Komm her, Bett.
Ich sagte, komm mal her, Bett. Geht doch. Na. Ja, okay. Brauche ich die schnell mal ab. So. Das geht doch nicht. Okay, dann hier. Bäm. Ah, die Decke. Verdammt. Du musst jetzt kurz mal hier. So. Jetzt darf ich schnell wieder hier nach Sandstone gucken. Sandstone, ich liebe dich so. Gott, das ist ewig. So, jetzt dürfte der Scheiß auch gleich durch sein. Genau. Perfekte Sache. Gehe ich da mal wieder rein. Brauche ein paar neue Schaufeln. Und, ja. Also, ein paar neue Schaufeln. Immer wieder gerne. Ah, ja, genau, das brauchen wir zwei. Und zwei neue Schaufeln. Sehr gut. Das hier, da rein, da rein, da rein, da rein. 15 Sandstone rausholen. Den letzten schmelzen wir zu Glas. Schön. Okay. Hier dasselbe. Das ist einfach mal so richtig geil, dieser. So, dann brauche ich jetzt noch zwei Betten, die da unten reinklatschen kann. Einmal. Und dann kommt hier drüben noch eins hin. So wegen symmetrisch und so. Da unten laufen immer noch die ganzen Viecher rum. Das stört uns ja nicht. Bald ist das ja um das E hier nur noch eine. Wie heißt's? Dann habe ich das eh ausgehöhlt alles. Und dann werden die da nicht mehr rumlaufen. Dann wird das hier ein riesiger, riesiger Wolkenplattform oder so. Lass ich mir überraschen. Schwein. Schweine sind immer gut. Schweine kann man gebrauchen. Ja. Ich bin Obelix, ich verdrücke ganze Schweine auf einmal. Ach, sehr schön. Haben wir gleich mal Bolle. Ein braunes Schaf auf meiner Weide. Glaubst du, wer du bist? Glaubst du, wer du bist, du Schaf? Ja, ich rede mit dir, du Schaf. Ich glaube, das Schaf ist scharf drauf, Schaf genannt zu werden. Und ich weiß, dass ich verdammt schlecht bin in Reimen. Warte mal, das war Reimen? Nein. Ich schlag mich gleich selber, hey. Okay, also. Manchmal überlege ich mir, ob ich einfach nicht so spät in der Nacht noch Let's Plays machen sollte. Damit ich irgendwie ein bisschen benebelt. Und wie ich das bisschen anhört, hört ihr. Ich mache es nämlich im Moment so, dass ich um 8 Uhr, jetzt ist 5 Uhr in der Früh, mache ich mein Let's Play. Da stelle ich dann am nächsten, rendere ich über Nacht. Und dann stelle ich am nächsten Tag direkt rein für euch. So, jetzt haben wir hier zwei richtig chillige Betten. Und jetzt können wir hier weiterbauen. Chuck. Very nice. So, das da noch. Jetzt müssen wir nur gucken. Okay, also hier so. Das geht dann drüber.
Und die Überdachung machen. Oh, ich bin blöd. Na gut. So. Yep. Ein braunes Schaf. Und zwei offene Haustüren. Türen zu. Okay. Soweit, so gut. Na gut. Das ist jetzt nicht zu lang wird. Werde ich jetzt erstmal aufhören und ich freue mich schon auf die nächste Episode vom Let's Play Minecraft. Bis dann, Leute.